Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 42 von Simotrans Kooperativ. Ja, in Göttingen stand da gerade, dass da Überfüllung ist. Und das hat auch der Michael geschrieben. Aber die Notiz, die er uns auch schon geschrieben hatte, war, dass da ein Postkasten fehlt. Und den setzen wir natürlich mal ganz schnell dahin und dann passt das. Gut, den haben wir schon mal. So, dann wollte er im Norden eigentlich weiterbauen, aber das ändert sich, da hier jetzt 800 Personen warten. Gucken wir mal gerade rein, stimmt das? Ja, sind 800 Personen. 400 wollen davon nach Hannover, so wie er das auch schreibt. Und da brauchen wir einen zweiten Zug. Damit müssen wir auf das Depot in Nürnberg gehen. Und da schätzen wir dann einen zweiten Zug drauf. So, eine Lok und Waggons. Und 9 Personen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und ein Postwagen. Und das Ganze war auf die Strecke. War das Erfurt, Göttingen, Paderborn? Nein, ne, oder? Das war Würzburg. Wo ist die nur eingereiht? Das ist jetzt die Frage. Jetzt muss ich nochmal gucken. Das ist Nürnberg. Jetzt haben wir jetzt. Gehen wir nochmal nach Göttingen. Kassel. Hildesheim. Das ist die Strecke. Würzburg, Kassel, Göttingen. Wie ist die hier eingetragen? Das ist jetzt die Frage. Hannover, ne? Über Hannover war die hier eingetragen? Ich glaube ja. Ja, da ist sie. Starten. Gut, der fährt. Gehen wir nochmal nach Göttingen gerade hin. Da war das und das waren ja die Würzburger Leute, die hier stehen, ne? Oder Hannover, ja, passt. Gut, haben wir, aber dafür müssen wir noch was machen, hat der Michael auch geschrieben. Kleine Umbauten. Hinter Würzburg, also runter. Wenn ich geradeaus war, komme ich dann auch nach Würzburg. Müsste ich eigentlich so irgendwo in der Nähe landen. Da ist eine Linie. Ich glaube ein bisschen höher und dann müsste hier irgendwo schon Würzburg sein, oder? Ne, das ist hier die Ausfahrt von Würzburg, ne? Genau so ist es, oder? Dann ist Würzburg hier unten. Gucken wir lieber nochmal nach, bevor ich da was Falsches baue. Ja, da ist Würzburg. Einen zweiten Gleisabschnitt wollte der Michael da haben, hier. Gut, ich glaube, ich muss mal ein bisschen rauszoomen, ne? So, und er schrieb, glaube ich, von hier, kann das sein, was ist das? 699, 11, 38? 699, 11, 38 bis 607. Nein, das ist ja dann da oben hoch. Jetzt kriege ich das nicht hin, weil, ne, ich gar nicht das andere Ende sehe. Hat ja wieder gut geklappt. Ne, Steuerungstaste. Ne, das sieht doof aus, ne? Nee, das ist doof. Okay, dann macht er das so doof. Nee, das ist ja echt schade so, ne? Das passt also nicht ganz. Muss ich ein bisschen umbauen, damit es richtig ist, oder? So passt's. Und Signale hat er mir hergeschrieben, natürlich auch da dran. Und ja, wieder ein zu viel geklickt. So, weiter geht's. Und in Richtung Frankfurt sollte das auch passieren. 697, 11, 38, 97 bis 607. 682, wo ist 682? 1, 2. Von dort bis dort. Und da natürlich einfädeln. Und da kommt auch ein Signal hin. Und da natürlich auch. Passt. Haben wir.
vor Göttingen brauchen wir dann die nächste Ausweiche. Oder bin ich da jetzt richtig oder bin ich in der Zeile? Ja, nee, das passt schon. Da muss ein Abhang weg. Da ist Kassel. Göttingen ist noch ein bisschen nördlicher. Irgendwo hier. Da ist schon zweigleisig. Da ist Göttingen. Das müsste hier unten ja vor der Ausfädelung sein. Genauso ist es. Da müssen wir ein paar Bauarbeiten machen, schreibt er. Und diesen Abhang muss weg. Sind wir 54? Ja, bis 24. Das ist hier, ne? Genau. Gut. Und an dieser Stelle muss dann natürlich genau da das Gleis durchgezogen werden und Signale hin. Und da auch so, und da könnte ich aber noch eins wegmachen, das kostet nur Betriebskosten, ne? So sieht es besser aus, oder? Haben wir auch, Signal steht, kann man auch so lassen. Nördlich von Göttingen brauchen wir dieses auch, schreibt er. Okay, das muss hier sein. Gleis raus. Das hätten wir hier anzubieten. 52,90. 52,90 bis 52,769. Oh, das geht aber weit nach Norden. Aber okay. Müssen wir da hoch? Na, ich hätte auch rauszoomen können, ne? Dann wäre das auch gegangen. 769 ist da. Gut, Signale auch dahin. Ich mach's mal hier hin. Ah, wieder eins weit geklickt, passt aber noch. Und östlich von Hildesheim brauchen wir auch dann was. Da müssen wir dann da hoch. Von der Strecke fahren können. Okay, hier ist Hildesheim. Das heißt, wir müssen hier irgendwo was runter machen. Ist das hier? 778, 641 passt. Und wo soll es hin? Bis 778, 760. Gut, darunter. Und da muss ich noch ein bisschen runterrutschen. 60. Das hat gut geklappt. Passt. Entfernen. Signal dran. Und da natürlich auch. Und da oben müssen wir noch hübsch machen. Mache ich mal, ne? So können die dann passend um die Ecke fahren. Da ist ein Signal, das passt. Okay, das hat er mir auch geschrieben. So, jetzt geht er in die Haltestellenliste rein. Das heißt, ja, gehen wir mal in die Haltestellen. Ne, das war Quatsch. Das ist nicht die Haltestellenliste, sondern die ist hier, dort, wartend. Und er spricht gleich von Erlangen. So, was ist in Erlangen los? Machen wir mal die Häuschen schön hoch, das sieht doch schicker aus, ne? Ne, das war jetzt verkehrt, ne? Lupe brauchen wir. Ach, ein Blödsinn, auch was ich da jetzt wieder vorhab, weil hier steht's ja schon, ne? 700 wollen nach Würzburg. Okay, dann, bei Michael steht jetzt 850, oder war gerade wahrscheinlich schon ein Zug da. Das geht dann Richtung Norden, ne? Nördlich auch zweigleisig ausbauen. Wahrscheinlich dieses Stück bis dahin. Und dann Signale wahrscheinlich auch dran. Da könnte aber ein anderes Signal stehen, denke ich mal. Ne? Also hier ist das schon richtig. Aber da unten machen wir das, glaube ich, hin, oder? Ist das so richtig? Ja. Wegen Bahnhof und so, ne? Auswahlgleis. Gut, haben wir. Auf die Strecke Erlangen, Frankfurt, Main, dann auch noch einen zweiten Zug.
Dann müssten wir mal gerade die Lupe einschalten und den Zug da drauf setzen. Lok, die. Ne, der Waggon nicht, sondern der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Und auf der Strecke Erlangen, Frankfurt, Main. Erlangen, Nürnberg, Ingolstadt, Erlangen, Würzburg. Das ist es hier, oder? Starten. So, der sollte jetzt da rausfahren. Ist das denn, nee, das ist ja schon auch offen hier, ne? Würzburg, Radwurst, Frankfurt, Aschaffenburg, die wollen alle hin. Das ist schon mal gut, haben wir gemacht. Dann steht bei Michael noch Streckensprung nach Bremen. Da wollen 1500 nach Hannover. Okay, das Spiel hat ja schon weitergelaufen. Es sind nur noch 1300, aber sind immer noch reichlich. So, was sollen wir da machen? Hamburger Depot brauchen wir da, weil die Strecke ist schon zweispurig ausgebaut. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht an Dingens vorbei. Nein, fahre ich nicht. Da ist auch erst die Querung über die Elbe. Da ist das Depot. Und da steht, glaube ich, einer drin. Kann das sein? Ne, stand wohl mal. Hatten wir denn nicht einen drin stehen? Ich war fest von überzeugt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und den einen. Und Hannover, Hamburg, Bremen, Hannover. So ist die Route da. Und starten. Passt. Fährt. Und dann Chemnitz. Dann machen wir mal hier zu und gehen auf Chemnitz. Gehen da mal hin. Gucken da mal rein. Ach, da rein gucken wir auch nicht, weil es hier links schon offen ist. Sind 700, die über Erfurt wollen. Und Nürnberg sind da 400. An die Auszweigung nach Jena hier auch wieder ein zweites Gleis von 1100. Auszweigung nach Jena. Warte mal, das ist Chemnitz. Ne, da muss ich auf die Karte gucken. Aber da ist Jena. Aha. Das heißt, hier ist die Auszweigung. Muss ich mal gucken, wo die Auszweigung ist. Hier irgendwo, ne? Ja. Da passt doch schon was. ...1107. Muss nur weiter nach da sein, die Auszweigung. Ah, hier wahrscheinlich. 1107, 932, passt das? 930, also hier. ...1090 ist genau da. 1090. Bis dahin. Passt. Passt. Signal dran. Läuft. Gut, haben wir gemacht. Auch hier nun eine Nürnberg-Tür auf die Linie Chemnitz, Jena, Erfurt. Erlangen ist ganz in der Nähe. So, noch ein Lok. Und Waggons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und den Postwagen. Und dann in Chemnitz, Jena, Erfurt. Oder? War das so? Ja. Und das Werk starten. Passt. Und nochmal, steht da. Eine älteste Stadt ist nicht angeschlossen. Ja, das stimmt. Ich habe es auch nicht gesehen. Das war so schnell zu übersehen. Und das ist hier Speyer. Speyer ist nicht angeschlossen. Hier sieht man es. Aber da möchte der Michael das in der nächsten Folge machen und dann vielleicht hier über den Rhein rüber. Aber Michael
gehen wir nochmal auf die Karte. Das ist nicht die einzige Stadt, die fehlt. Hier haben wir noch die schöne Landeshauptstadt Düsseldorf, die ist auch noch nicht angeschlossen. Und da könnte man wahrscheinlich dann irgendwie direkt hier rüber anbinden und dann Richtung Köln, ne? Hier war doch irgendwo Köln, oder? Bisschen südlich, meine ich, ist Köln. Da. Da haben wir dann auch ein Depot. Gut, das ist erstmal alles. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, sage ich schon mal. Ach ja, ich könnte mal gerade hier noch ein bisschen aufziehen. Damit wir ein bisschen was sehen. Könnt ihr ja anhalten, wenn das soweit ist. Und Fahrzeuge. Machen wir auf Gewinn. Sieht so aus. Kommen wir mit klar, oder? Die Kutschen, die verlieren ein bisschen Geld. Ein paar stehen im Bahnhof da. Und da unten sind schon die schwarzen Zahlen. Oben sind wahrscheinlich auch gerade neue Züge, ne? Und Stadtliste. Einwohnerzahl aufsteigend, absteigend. Kurz einmal rein. Wow, Hamm sieht ja cool aus. Falsch rumgeklickt. Ist aber bis auf das eine Haus alles noch im Soll. Ich klicke mal gerade schnell durch. Sieht gut aus. Da ist eins außen. Osnabrück geht. Essen. Da könnte man schon was machen. Ich sehe drei Häuser daneben. Recklinghausen geht. Münster geht. Stuttgart geht. Reutlingen ist auch okay. Nürnberg ist okay. München, ja, hat alles prima. Ulm hat schon eine kleine Wellblechhütte daneben. Erlangen ist okay. Lübeck ist okay. Hier ist auch eine Wellblechhütte daneben in Hildesheim. Landshut ist okay. Augsburg ist okay. Wo ist Augsburg? Augsburg, bitte melden, da. Ne, ein Häuschen ist daneben, sehe ich gerade. Aber ob da eine Bushaltestelle Sinn macht, ist dann die nächste Frage. Pforzheim ist noch gar nichts passiert, ist auch ein Häuschen. Oh, Regensburg ist da schon größer. Interessant, dass Pforzheim mit 348 Einwohnern so aussieht, während Regensburg so aussieht. Wellblechhütte, eine daneben, ne? Oldenburg ist okay. Hier Bremerhaven, da müsste man was ausbauen. Heilbronn. Hamburg. Karlsruhe. Bielefeld. Rosenheim. Oh, Rosenheim hat richtig viel daneben. Und was für eine schicke Straße hier. Über den Hügel so rüber. He? Keiner will dahin, aber vielleicht gibt es ja mal eine Straße rüber. Okay, ich glaube, so ein paar haben wir noch. Ne? Sollen wir die auch noch gerade mitnehmen? Braunschweig. Oh, da muss was passieren. Das geht noch. Mannheim. Darmstadt ist auch schon was daneben. Ingolstadt ist okay. Hier ist auch in Emmen ein Häuschen daneben. Wolfsburg wächst auch. Kiel ist okay. Halle ist okay. Freiburg hat ein Haus daneben. Dresden hat ein Haus daneben. Magdeburg auch ein Haus daneben. Bremen ist ganz locker. Da stehen 1500 am Bahnhof, aber die kommen alle nicht aus Bremen. Da ist eins daneben in Schwerin. Potsdam ist dann schon klein. Ja, hier ist nur eine Straße weitergebaut. In Berlin ist es noch gar nicht. Okay, haben wir das auch. Gut, aber dann jetzt, ne? Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.